Moin moin und herzlich willkommen heute zum allerersten Vlog auf meinem YouTube-Kanal. Es ist kurz nach 17 Uhr, wir haben gleich Paddeltraining. Ich habe eine Kleinigkeit gerade schon gegessen. Ich muss mich jetzt noch umziehen, die Tasche packen und dann geht's los zum Training. Deshalb viel Spaß mit dem Video und wir sehen uns gleich auf dem Platz. So, hier seht ihr mal meine Paddeltasche. Ich habe eine Tasche von Adidas mit zwei Fächern an den Außen, einem großen Fach in der Mitte, theoretisch hier noch ein Fächlein für Wertgegenstände oder anderem und sogar ein Schuhfach, benutze ich aber nicht, ist aber trotzdem eigentlich ganz cool, das zu haben. Ich habe jetzt gerade schon zwei Balldosen mit, weil ich jetzt am Wochenende spielen war. Ich habe hier noch ein Fahrradschloss, falls ich dann mit dem Scooter oder dem Fahrrad unterwegs bin. Heute gehe ich aber zu Fuß. Dann packe ich mit ein. Paddelschuhe, und zwar Paddelschuhe von Essex, Modell Lima FF, sehr coole Schuhe, optisch gefallen mir die auch sehr gut, sehr bequem, kann ich jedem empfehlen. Mein Paddelschläger, ich spiele mit einem Schläger von Nox, dem AT10 Genius 18K. Der Schläger von Augustin Tapia aus dem letzten Jahr ist ein runder Schläger, beziehungsweise kein runder Schläger, aber hat eine sehr runde Form, dadurch viel Kontrolle und ist aber an sich auch sehr hart. Dadurch habe ich dann auch wiederum viel Kraft bei Schlägen, was eigentlich eine coole Mischung ist. Also ein sehr guter Schläger kann ich jedem empfehlen. Ist etwas teurer, vielleicht nicht für den Anfänger geeignet, aber jemand, der 4-5 Mal die Woche spielt, also sage ich mal schon auf einem fortgeschrittenen Level ist, der wird mit dem Schläger auf jeden Fall nichts falsch machen. Dann habe ich natürlich noch ein Sportshirt. Ich habe eine Sporthose, meine Fleecejacke, falls es etwas kälter ist später. Zwei Handtücher, weil ich anschließend noch ins Gym gehe und natürlich auch noch duschen. Wechselklamotten, glaube ich, selbsterklärend. Und mein Videostativ, damit ich auch alles aufnehmen kann. So, dann packe ich das jetzt alles mal ein in die Sporttasche und mache mich dann los zum Training. Bis gleich. Home sweet home. Preto. Hello. Und José. Hola. Hola. Und wir trainieren heute hier. Joni ist schon da, mein Trainer. Vor mir trainiert gerade Kako. Joni, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Perfecto. Ich werde mich umziehen fix und dann das Stativ aufbauen und dann geht's auch schon los mit dem Training. Viel Spaß. Got it.
Das Training ist vorbei, mir hat es super viel Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr habt einen guten ersten Eindruck bekommen, wie ein Paddeltraining ablaufen kann mit Warm-up, Defensiv-Offensiv-Übungen und einem kleinen Abschlussspiel am Ende des Trainings. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt auf jeden Fall dem Video einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal für mehr Content und wir sehen uns wieder im nächsten Vlog.